Ich sehe vor mir einen Feldweg, der quer durch ein ungebrochenes Feld führt. Und darüber fliegen eilige Wolken. Ich war einmal als Kind, als ich noch sehen und hören konnte, Zuschauer bei einem Skispringen. Und dieses Bild kommt mir immer wieder in den Sinn, wie diese Männer so in der Luft schwebten. Ich habe genau auf ihre Gesichter geachtet. Ich wollte, Sie könnten das auch einmal sehen. Kann uns Fräulein Straubinger noch mal von den Tieren erzählen? Das war für uns eine sehr große Freude. Zuerst wurden wir in den Raum für die kreuchenden Tiere geführt. Da war ein Reh in normaler Größe. Es sind ja lautet normale Tiere, die ausgestopft wurden, zur Anschauungsunterricht für die Blinden. Das war ein sehr schöner Rehbock, das Fell war so schön. Nebendran lag ein Hirschkopf von einem Kapitalbock, von einem Zwölfender. Und der Hals war auch noch dabei, das Maul war ganz weit auf. Ich war entsetzt über dieses große Tier. Dann war auch Hasen, ja, im springenden und in sitzender Stellung. Man konnte es ganz genau abtasten. Zum Gruseln vieler waren auch einige Mäuse da. Im zweiten Raum waren nur die Fleuchenden. Da war zuerst ein Schwarzspecht am Ast. War interessant. Dann sein kleinerer Bruder, der Buntspecht. Ich war entzückt. Diese langen Schnäbel. Dann ein Fasan mit seinen langen Federn. Nur schade, dass wir eben nicht die Farben sehen konnten. Fräulein Julie, auch etwas von den Tieren erzählen. Du wirst gefragt, ob auch du von den Tieren erzählen kannst. Da weiß ich nicht mehr viel. Sie weiß nicht mehr viel, aber das, was du noch weißt. Ich fühlte manche Tiere, die ich in meinem Leben noch nie gesehen. Fasanen, Krokodile, Schlangen, Tiger, Löwen. Und noch verschiedene andere. Und wild, wie wir sie hier
auch haben in Europa. Gänsen, Reh, Hasen, Füchsen und sogar eine Nas. Ich war als Kind sehr temperamentvoll. Meine Mutter hatte ihre liebe Not mit mir und versuchte mir immer wieder Zügel anzulegen. Vater ist ja schon mit 33 Jahren gestorben. Da war ich noch nicht ganz 6 Jahre alt. Und so kam es auch, dass ich immer wieder, wenn ich ein bisschen frische Luft hatte, ganz mir lebte. Und so passierte es auch, dass ich mit 9 Jahren über die Treppe fiel. Und zwar machte ich einen Salto vom 3. Stock in den 2. runter und fiel so fest nieder, und zwar auf den Rücken und auf den Hinterkopf, dass ein Mann, der nebendran stand, meinte, es würde geschossen. Er fragte, hast du weh getan? Nein, sagte ich. Bitte sagen Sie ja nichts, Mama, sonst haut sie mich. Und ich kroch auf allen Vieren über die Treppe hinauf, denn ich konnte ja nicht mehr gehen. Ich musste scheinbar so erschrocken sein und einen ziemlichen Schock abbekommen. Setzte mich brav unter das Fenster und flehte, heiliger Schutzengel, hilf, dass meine Mama nicht haut.
Nur von da ab war mir immer übel und hatte Kopfschmerzen, was ich früher ja gar nicht kannte. Der Arzt meinte, als sich das Erbrechen einstellte, es komme vom Wachsen, auch der zweite. Erst der dritte Arzt sagte, das Kind sei gefallen. Und in der Schule, ich passte gut auf, hatte auch Interesse. Das sagte die Lehrerin eines Tages. Du, Bini, du musst aufpassen, schreib nicht immer über die Zeilen runter. Ja, sagte ich gebe ja so immer Acht. Da wurde ich stutzig, und dann merkte ich, dass ich die Zeile ja gar nicht sah. Ich wollte gerne sticken. Und da kam es mir, dass ich bei einer halben Stickerei aufhören musste. Die Lehrerin sagte, geh heim, du siehst es ja doch nicht mehr. Und stricken, da hatte ich keine Lust. Aber und von da ab ging es immer langsam abwärts. Zuerst wurde ich völlig blind, und zwar mit der 15, dreiviertel Jahren. Da wurde ich auch bettelrig. Da hatte ich nochmal die schweren Augenentzündungen. Und dann mit 18 Jahren stellten sich die Hörstörungen ein. Anfangs begriff ich nicht, was das komische Rauschen in den Ohren war. Und eines Tages hörte ich einfach nichts mehr. Mutter sprach mit mir und ich verstand sie nicht. Da kam sie an mein Bett und sagte, ja, hörst du mich denn nicht? Warum gibt's keine Antwort? Da fragte ich, ja, hast du was gesagt? Ja, freilich, sagte sie, jetzt habe ich dir immer erzählt und du gibst keine Antwort. Da sagte ich, Mama, ich hab dich ja nicht gehört. Da waren wir beide so erschrocken. Und immer war es ein Wechsel. Einmal hörte ich rechts nichts oder einmal hörte ich links nichts. Ich wollte zum Arzt, ich wollte Hilfe, ich versuchte Fußbäder. Ich betete stürmisch, aber es half nichts. Immer langsam, aber immer stetig verlor ich dann das Gehör bis auf 5%. Da verbiss ich nahm es dann zuerst von der religiösen Seite. Es gab Kraft, aber die Einsamkeit, die furchtbare Einsamkeit blieb. Die Leute versprachen, ja, ich komme und besuche sie. Aber sie kamen nicht. Und wenn, dann saßen sie am Bett, plauderten mit meiner Mutter und ich war ganz still. Dann fragte ich, gab's einen leisen Klaps und sei still. Ich erzähl dir dann schon, was gesprochen wird. Ja, ich wollte doch auch etwas vom Leben erfassen. Wie lange warst du fettlägerig? Fast 30 Jahre. Immer wieder versuchte ich aufzustehen. Immer waren Perioden, dass ich mich kaum rühren konnte. Das waren so Zeiten. Dann merkte der Arzt, dass es eben nur ein Leiden ist, dass es vielleicht noch lange dauerte, und er entzog mir das Morphium. Das war für mich sehr schwer. Aber ich habe es überwunden. Das ist so, man meint Taubheit, da ist völlige Stille. Oh nein, da irrt man sich. Es ist ein ständiges Geräusch im Kopf. Vom leisesten Klingeln, vielleicht so wie Sandrausch, Rieseln, dann Knacken. Das Schlimmste aber ist, wenn es dröhnt im Kopf.
dass man nicht mehr weiß, wo man hin den Kopf hinwenden muss. Das ist eine große Qual für uns. Darum ist man auch manchmal so gereizt und man kann sich nicht mehr helfen. Genauso wie es auch bei der Blindheit ist. Es ist nicht völlige Dunkelheit. Es sind oft ganz eigenartige Farbtöne vor den Augen. Schwarz, grau, weiß, blau, grün, gelb, je nachdem. Grüß Gott, Herr Meissner. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen. An ihrem 56. Geburtstag hat Finny Straubinger Freunde eingeladen, die auch taub und blind zugleich sind. Ein solches Fest ist nicht einfach zu organisieren, weil jeder Taubblinde einen Begleiter braucht, der ihn führt und ihm das Gesprochene in die Hand hinein überträgt, weil sie sich ja untereinander weder sehen noch hören können. Grüß Gott, Frau Meier. Herr Förster, wo ist Herr Förster? Grüß Gott, Herr Förster. Bitte sagen Sie immer, Frau Meier, was wir sprechen. Das ist noch eine kleine Sehrestlerin. Aber auch diese Gruppe muss betreut werden, damit sie nicht über Nacht in das Land des Schweigens und der Dunkelheit hineingestoßen werden. Grüß Gott, mein liebes Jüngchen. Wo ist Herr Hund? Hallo, edler Ritter Georg, wo stecken Sie sich, Fredner? Hier, grüß Gott, Herr Hundhammer. Ich danke herzlich, dass Sie Jülchen betreuen wollen. Grüß Gott. Sind schon alle da? Ja. Ja, alle da. Wer ist denn das? Frau Augustin, nein. Schneckel ist da. Grüß dich, Gott, mein Schneckel. Das kann ich nicht. Also, allen Anwesenden einen schönen Nachmittag. Ja, das ist Bekleidung von Dings. Eben. Wir sind die Bekleidung. Fräulein, auch blind, taub und blind. Die zwei. Müssen wir schon. Ein Gedicht. Ja, bitte. Also, bitte, wer kann jetzt ein Gedicht vortragen? Also, ich bin bitte, dass manchen Taubblinden auch mitlohren. Ich werde möglichst langsam sprechen, dass die Leute mitkommen. Denn wenn der Taubblinde immer so hinhocken muss und ins Leere starren, fühlt er sich so bedrückend. Und jetzt soll ich ein Gedicht vortragen, das besonders zu diesem Zweck passt. Es heißt, die schönste Kunst.
von fern ist hin, wenn die anderen sich freuen und doch zufrieden und fröhlich sein. Im voll Freude erfüllen die heiligsten Pflichten und selbst auf eigene Wünsche verzichten. Im Schatten leben, der Sonne fern und doch den anderen leuchten als Stern. Das ist eine Kunst, die nur dir besteht, den Himmelsluft durch die Seele weht. Anfang, ja, so ja. Laut, ja. Ja, Anni, mit dem neuen Hut ist ja alles nett und gut. Tust du unserem Vormut nutzen, heut noch unsere Stiege putzen. Unser Dank sei dir beschieden, immerfort und alle Tag, weil ich selbst nicht Schlechtes mag. Wir können ruhig mal eine kurz anfassen. Finny Straubinger besucht am Nachmittag mit ihren Gästen den Botanischen Garten. Hans, schon anfassen. Aber ja, vielen Dank. Ja, ich weiß, ich habe schon gefühlt. Ja. Ja, weil die machen beide Finger da steht. Hier haben wir auch. Aber das sind das Säulenformen. Da hört es aber fünf. Ja. Säulenformen. Ja, wollen Sie mal kurz? Ganz vorsichtig. Laute Kaffee, ja, alles, verstehe ich, ja. Ein in einer Säule. Ja, wenn sich die Schwiegermutter draufsetzt. Ja. Der ist interessant. Das muss man doch mal schreiben. Der ist interessant. Veredelt. Hier kommen wir an die Frucht von Kakteen. Hier ist die Frucht. Hier. Die Eingeborenen essen sie, sehr fleischig ist. Wer kann das essen? Die Eingeborenen. Eingeborenen essen sie. Sind schon reif? Nein, das ist mehr oder weniger eine kleine Form. Man muss die Frucht abschälen. Man muss sie zuerst abschälen. Mhm.
Darf ich essen? Nein, so nicht. Nein. Ich muss mich treffen. Deswegen war ich heim. Dankeschön. Schön. Ja, schau. Da sind die Schabachen weitgehend weg. Mhm. Erst weit oben drauf, ja. Ist die Krone. Ein Bambus ist es. Gell, das ist ein Bambus? Nein. Dort. Jetzt schau ich den hinter mein anderes Werkstück. Nein, nein. Das wird alles im Januar. Da haben wir wieder eine Menge Arbeit. Erst einmal in die Oberpfalz, zuerst einmal die Besuche hier und dann das in der Oberpfalz. Na, für Weihnachten überhaupt nichts. Ich bin bloß neugierig, was ich für morgen auch doch noch zum Vorbereiten habe. Frau Schwarzhuber hat doch gesagt, ich soll ein Spiel vorbereiten. Aber wie, was? Und wann? Seit 4 Jahren betreut Finny Straubinger die Taubblinden in Bayern. Sie ist dazu vom Bayerischen Blindenbund ernannt worden. Mit ihrer Begleiterin Resi Mittermeier, die sie führt und die ihr über ein Handalphabet dolmetscht, fährt sie regelmäßig zu Besuchen aufs Land. Sie stellt dort mit den Taubblinden Kontakte her und kümmert sich um deren Probleme. Aha, meine Fahrkarte. Dankeschön. Wenn ich ein gottbegnadeter Maler wäre, würde ich das Schicksal der Taubblindheit ungefähr so darstellen. Die Blindheit als dunklen Strom, der melodisch, langsam, aber sicher einem Gefälle zuströmt. Links und rechts schöne Bäume mit Blumen und Vögeln, die wunderschön singen. Der andere Strom, der von der anderen Seite kommt, müsste ganz klar und durchsichtig sein. Auch dieser Strom müsste langsam, aber lautlos, lang nach unten strömen. Und dann unten wäre ein ganz dunkler, tiefer See. Zuerst wären an beiden Seiten, wo die Ströme einmünden, der dunkle und der klare Felsen, an denen sich das Wasser schmerzhaft stößt, schäumt und strudeln macht. Und dann ganz langsam, aber sehr, sehr, sehr behutsam sich in diesen ganz dunklen Becken zusammenströmt. Und dieses Wasser wäre ganz still und müsste eben von Zeit zu Zeit aufsprühen. Das müsste die Seelenqual der Taubblindheit darstellen. Ich weiß nicht ganz, ob Sie es richtig verstanden haben. Das Anstoßen und Ansprühen der Wasser an die Felsen sind sozusagen die seelischen Depressionen, die der Blinde und der Gehörlose hat, wenn es
der Taubblindheit zugeht. Ich kann es nicht anders darstellen. Es ist innen drinnen, aber man bringt es doch nicht so in Worte raus. Hier in einer niederbayerischen Nervenheilanstalt lebt seit mehr als 2 Jahren Else Fehrer. Sie ist 48 Jahre alt. Ihre Mutter, die einzige Person, mit der sie sich verständigen konnte, ist tot. Grüß Gott, meine liebe Schicksalsgefährtin. Ja, das ist so ziemlich das Erkennungszeichen. Fräulein Fehrer war ja als Kind einige Jahre, 2 Jahre in der Blindenschule in München, lernte Blindenschrift, aber hat es, weil sie keine Übung mehr hatte, verlernt. Weil kein Caritas oder Altersheim Else Fehrer aufnehmen wollte, wurde sie aus Verlegenheit in eine Irrenanstalt eingewiesen, wo sie gar nicht hingehört. Else Fehrer hat sich völlig in sich zurückgezogen. Sie hat nie wieder gesprochen. Als sie in den letzten Jahren bei ihrer Mutter war, konnte sie noch etwas vom Mund ablesen. Aber das ist nun jetzt auch vorbei. Für dich, meine liebe Else. Ja, für dich. Sie schaut immer nach dir. Das will ich dir mal zeigen. So wie du, auch blind und taub. Kein Wort. Vielleicht probieren. Blind. Ja, du und ich sind Schicksalsschwestern. Warte mal, ich muss sie erst verarbeiten. Und sie begreifen. Du armes, armes Menschenkind, keinen Kontakt mit der Welt. Sie spricht nicht. Eben weil sie durch die vielen Jahre das Sprechen verlernt hat. Aus. München. Setz ihren Finger hin. Man findet gar keine Brücke. Fini, Fini, Straubinger aus München. Ja? Spricht sie? Nein. Nein. Aber sie schaut aufmerksam her.
Wunderbar, so also wunderbar. Also einen schönen Flug. Ja? Danke schön. Danke schön. Die andere Gruppe derer, die in der Leistungsgesellschaft nicht zurechtkommen können, und das heißt hier nun wörtlich, nicht zu ihrem Recht kommen können, wenn allein die Leistung gelten soll, sind die Behinderten. Ihnen schuldet die Gesellschaft mehr als nur ein Geltenlassen dessen, was sie sind oder wie sie sind. Ihnen schuldet die Gesellschaft ein Hereinnehmen in ihre Mitte auf eine mehrfache Weise. Im letzten Grunde geht es um unser aller Bewusstseinshaltung gegenüber den behinderten Menschen. Und hierzu muss ich in aller Offenheit aussprechen, dass ich manche Verhaltensweisen unserer Gesellschaft für erschreckend finde. Eine Gesellschaft, die alte Menschen, kranke Menschen, behinderte Menschen aller Art nicht als einen natürlichen Teil ihrer selbst zu achten und zu behandeln weiß, spricht sich selbst das Urteil. Das war ein ganz großes Erlebnis, ja? Und ich war ganz erschrocken, als Herr Bundespräsident als erstes zu mir ging und mit seiner Linken meine Linke umfasste. Die Hand war kühl, aber nicht kalt. Und während ich meine Bitte vorbrachte, spürte ich immer einen leisen Druck, sodass ich wusste, ich werde verstanden und ich werde auch wirklich verstanden. Und was ich sagte, war Folgendes. Verehrter Herr Bundespräsident, bitte schenken Sie auch Ihr Wohlwollen den Taubblinden. Helfen Sie uns aus unserer Isolation. Helfen Sie uns, edle Menschen zu finden, die uns heraushelfen aus der Einsamkeit. Können Sie uns erklären, wie man das Lärmen macht? Oh ja, das ganze Lärmen besteht aus Strichen und Punkten. Aber man muss ganz genau beachten, wie man die Punkte und die Striche setzt. Zum Beispiel, die Striche werden von oben, die kurzen, von oben nach unten gestrichen. H, G, D, B. Das P von unten nach oben. W ist das A, E, I, O, U tippt man auf die Fingerspitzen. Tippt man mit allen vier Fingern in den Handteller, so ist es ein K. Macht man einen Strich quer über den Handteller, so ist es ein Z.
Und so geht das ganze Alphabet. D. Ja. E. Freude. Nein, das braucht lange, bis ich mal verstehe. Wer tut's mit Ihnen manchmal? Wie, mit mir? Ja. Niemand. Du bist wohl heuer erst in die Schule gekommen. Nicht lernen. Wenn ich, mein Bruder, sagt, gell, ich könnte es gar nicht mirka. Dann könnten Sie leichter mit ihm sprechen. So, er versteht nur nach der Dialekt. Aha. Auf einem Bauernhof bei Freising besucht Fini Straubinger das Geschwisterpaar Ursula und Josef Riedmeier. Sie ist taub und fast blind, kann aber noch Sprache vom Mund ablesen. Du verstehst nur nach der Dialekt. Du kannst nicht Hochdeutsch reden. Nein. Ihr Bruder ist blind, hat aber noch einen kleinen Hörrest. Lormen. Das hast du gesagt, das lernst du nie. Das kannst du nicht mir gehen, hast du gesagt. Nein. Bitte. Er sagte Straubinger. Ja. Ich habe ihm eine Groschenbox mitgebracht. Ach. Sepp, das ist ja her. Dort ist Geld. Josef, ich habe Ihnen eine Box mitgebracht. Ja, gut. 10 Leute da. 5 Mark. 5 Mal, 1 Mark, 2 Mark. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, nein. 50 nicht. Schau, du kannst, du tust eine, gell? Und wenn du brauchst, drückst du wieder eine, dann kommt Geld raus. Nicht fest nicht drücken. Moment mal. Nicht fest nicht drücken. Jetzt. Hast du das? Okay. Jetzt tust du das eine. Nein, du hast Drucker. Nein, noch nicht. Was ist das? Jetzt eine Schirm. Eine Schirm. Ja, eine Schirm. Jetzt da. Jetzt nicht. Da verlierst du nicht. Da. Das ist unser Elternhaus. Und das ist unser Gemüsegarten. Wir gehen. Und das ist Anna. Da hat mein Bruder Josef Obst mit der Sense gemäht. Ah, der Anna. Der Wäsche Anna. Wäsche. Ja. Wer hat aber halt nicht Drucker. Große Wäsche. Wo ist er denn jetzt? Der Chef. Wenn mein. Wo ist Josef? Da ist der Chef. Josef! Ja. Ich sehe und höre auch nicht. So wie du. Wir sind Schicksalskameraden. Jetzt wackelt ihr aber. Frag ihn, ob es verstanden hat. Ob du verstanden hast? Ja. Der Kopf. So. Gret, steh, Sepp. So alt bist du dann noch nicht. Und ich danke dir herzlich, dass du die Zeit genommen hast.
Diese Taubblinden hier sind noch nie im Tierpark gewesen und manche von ihnen haben schon jahrelang kein lebendes Tier mehr betastet. Es wäre einfach, ihnen eine solche Freude zu machen, aber es finden sich zu wenig Menschen, die einen Taubblinden führen wollen. Nein, darf ich es nehmen? Aber ob es halt dann die Mutter noch nie. Jo, jo. Das ist Harald, Fräulein Straubinger. Harald ist einer meiner ersten Schüler, der vor 5 Jahren zu mir gekommen ist. Er kam als kleiner, ungezähmter Junge hierher, stieß alles um und zerbrach alles. Es hat viel Mühe gekostet, ihn in einen Tagesablauf hineinzubringen, ihn mit Pflichten bekannt zu machen. Und es hat 1 Jahr gedauert, bis er über das Handalphabet den ersten Begriff erfasst hatte. Denn Keller spricht von diesem Erfassen, dass dieses Erkennen die geistige Geburt des Taubblinden ist, und damit beginnt dann die eigentliche Schule für taubblinde Kinder. Da Michael noch, der hier neben Ihnen sitzt, noch Hörreste hat, haben wir bei Michael nicht mit dem Fingeralphabet begonnen, sondern wir haben die von den Amerikanern entwickelte Vibrationsmethode angewandt, wo dann die Kinder an den Lippen das Wort abfühlen und nachsprechen. Michael, das ist ein Auto mit einem Anhänger. Es ist sehr schwer, die Stimmung unserer Schüler, ihr Denken und Fühlen zu erfassen, und wir sind in den meisten Fällen nur auf Vermutungen angewiesen, und es ist verwunderlich, wenn
Herr Baske, was Sie da leisten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor 2,5 Jahren hier war, bei der Obmannstagung. Harald damals noch so ein junges Fühlen war sozusagen. Er war ganz wild auf Uhren und Reichen. Es ist weit schwieriger, Ihnen abstrakte Begriffe beizubringen. Diese abstrakten Begriffe kleiden wir immer in kleine Geschichten. Wenn wir gut und lieb erklären, dann sagen wir, Harald steht auf, Harald lernt, Harald hilft der Sabine, Harald ist gut. Wir versuchen dann, das Gegenteil zu erläutern, indem wir sagen, Harald schlägt Sabine, Harald zerrt Sabine, Harald nimmt Sabine etwas fort und sagen dann, Harald ist böse. So, an diesem kleinen Beispiel lässt sich zeigen, wie wir gut und böse zu erklären versuchen. Harald hatte Todesangst vor dem Wasser. Es hat über ein Jahr gedauert, bis er sich dazu bringen ließ, seinem Lehrer ins Schwimmbecken zu folgen. Angst, Frauen hat er noch nie gemacht.
Beim Sprachunterricht werden auch Kopfhörer verwendet. Harald kann dadurch die Vibration der Schallwellen spüren. Aber selbst wenn diese Kinder es lernen, ganze Sätze zu sprechen, ist es doch fast unmöglich, ihnen abstrakte Begriffe beizubringen. Was sie sich wirklich unter den Worten Ehrgeiz, Hoffnung oder Glück vorstellen, wird uns immer verschlossen bleiben. Da muss sie hin. Ja, das ist richtig. Ja, Lamm. Lamm. P. Ja, sag mal Lampe. Lampe. Ja, du auch. Lampe. Lampe. Lamm. Lampe. Musst du schnell sagen, wo? Ja, das ist richtig. Jetzt kommt Fa. 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 So, sag auch nochmal Fa. Fa. Nochmal Fa. Ja, Fa. Nein. Fa. Ja. 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 Nochmal ja. 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 Michael auch. Ja. Ja. Corona. Ja, Corona ist Essen. Ja. Ja. Das ist aber gut. Gut, ja. Was kannst du dir fühlen? Papa. Mach mal schön langsam. Mach mal langsam. Harald kann das nicht so schnell. Papa. 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 Ja, siehst du wohl. Das war Papa. Ja, ist ja schlau. Papa. Ja, jetzt sagst du mal Auto, aber schön langsam. Auto. 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 Ja, das ist gut, mach's auch ein. Nein, hinten. Nochmal. Ra. Ra.
klar. Ja, gut. Du kannst nicht essen. Ri. Ja. Gu. Gu. Ka. Ja, gu. Das war fein. Gratuliere, gratuliere, ja. Wladimir Kokol ist 22 Jahre alt und wurde taubblind geboren. Er ist sein ganzes Leben lang fast ausschließlich von seinem Vater betreut worden und hat nie eine spezielle Schulung durchgemacht. Seine Bedürfnisse sind nie gezielt eingesetzt worden, um dadurch sein Lernen anzuregen. Man hat nie den Versuch gemacht, seinen Verstand zu wecken. Wladimir hat nie richtig laufen gelernt und er nimmt fast nur weiche Nahrung an, die er mit der Zunge am Gaumen zerdrückt. Da ist er ja. Grüß dich, Gott, Wladimir. Ich zeige ihm bloß, dass er weiß, es ist jemand da. Beobachtung von ihm, viel, viel aus ihm noch herausbringen. Sprechen wird er bestimmt nicht mehr lernen, aber Gebärden richtig deuten,
glaube ich ganz bestimmt. Papa, komm. Ja? Er ist sie ganz schön allein. Ja. Ich habe schon beobachtet, er drückt immer wieder von Zeit zu Zeit seine Nägel in meine Hand. Aber das ist eben nur, weil er sich nicht anders verständlich machen kann. Das ist bestimmt nicht bösartig. Kratzen, mein Kleiner. Jetzt schau, jetzt gibt er mir die andere Hand. Dass es schön greifen kann. Siehst du, wie der die Finger hält? Behütsam. Das hat mir sehr... Gerne, ja, weil er etwas Lebendes spürt. Ja. Zeigen, komm, Löffel oder sonst irgendetwas. Das muss man alles zeigen, untergebene Hand. Das muss man ihm in die Hand geben. Dann weiß er, was er tun soll. Und dann muss man dann versteht er, weiter kann er nicht. Und beim Schlafen gehen, wie müssen Sie es ihm bloß fürs Bett hinführen, dass er dann... Ja, dann muss man... Kann er überhaupt den Tag- und Nachtrhythmus einhalten? Das ist nämlich bei Taubblinden sehr, zum Glück sehr schwierig. Die können den Tag- und Nachtrhythmus nicht einhalten. Ob er weiß, wann es Tag ist und wann es Nacht ist. Wann man aufsteht und wann man zu Bett geht. Ja, das weiß gar nichts. Aber nein, da muss man, wann ist diese Zeit für Schlafen gehen, dann muss man... Aber er ist dann schon gewillt, ins Bett zu gehen. Er geht dann schon rein. Ja, Bett zum Gehen. Muss man anziehen, Schlafanzug und dann wäre man im Bett. Alleine kann er sich nicht anziehen und ausziehen. Nein, das kann man nicht machen. Und alleine essen? Ah, da, schau her. Jetzt habe ich was beobachtet, ja? Alleine essen? Nein, essen auch. Suppe oder sowas, was man mit dem Löffel isst, alleine essen? Nein. Das muss man ihm geben. Haben Sie es noch gar nicht probiert? Was bedeutet das? Ja, wann will man so etwas haben? Eine, zwei, dreimal kann man es ihm geben. Ich muss auch sprechen. Man kann sich bestimmt noch viel aus ihm herausholen. Jetzt ist es besser. Jetzt wird es ein bisschen. Was sagen Sie da? Brav sein. Jetzt ist es besser.
Jetzt wird es immer zu langweilig, ja. Ich glaube auch. Ich stelle mir das schon neben mir nieder. Jetzt komm, jetzt bin ich da. Grüß Gott! Grüß Gott. Ich weiß nicht Ihren Namen. Bittermeier. Ach, merke ich doch nicht. Nein. Wiedersehen. Resi. Resi. Fräulein Resi, ja. Das kann ich eher merken, ja. Seit 5 Jahren lebt in der Nähe von Nördlingen Heinrich Fleischmann, 51 Jahre alt, zusammen mit seiner Mutter in einem Altersheim. Als 35-Jähriger wurde der Bauernsohn zu seiner angeborenen Taubheit noch blind. Von da an haben ihn seine Angehörigen so vernachlässigt, dass er Schreiben und Sprache gänzlich verlernt hat. Heinrich Fleischmann hat, nachdem er aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen war, bei den Tieren Anschluss gesucht. Er hat jahrelang mit dem Vieh im Stall zusammengelebt. Aus seiner Einsamkeit. Ja. Nimm die Hand nochmal her, er hat gerade hergegangen. Er will weg. Ja, ja, der sucht meine Hand. Meine Hand, jetzt lacht er noch dazu. Sie, sehen Sie. Er suchte die Hand der Mutter. Jetzt du. Jetzt meint er durch meine Hand, weil er so gemacht hat. Ja. Mich kennt er nur an meinem Ring. Am Ring. Wollen plaudern. Sollen wir daher? Kann er sprechen? Kann er sprechen? Ja, wenn er Mund ablesen könnte, könnte er alles sprechen. Mit dem habe ich sprechen können, wie er noch Mund ablesen könnte, wenn er noch, also so viel gesehen hat. Wie wenn ich mit Ihnen spreche, nur Hochdeutsch. Aber weil er eben jetzt keine Möglichkeit mehr hat. Nein. Also zum Beispiel im Winter haben ich hingeführt ans Fenster, ja. Haben seine Hand genommen und einen Schnee nachgedrückt, dann hat er gesagt, Schnee. Mhm. Also nicht, aber ich bringe nichts hin an. Ja, ich bringe nichts hin. Ich ab und zu mal ein Wort. Ab und zu, aber ganz selten, ganz selten. Mm. Und wenn wir schon da gewesen sind, hat er dann hinterher gefragt, wer das war oder irgendwie? Nein, nein, gar nichts, gar nichts. Wenn meine Kinder kommen, er kennt keins. Er kennt keins. Nein, er kennt keins. Er kennt die eigenen Geschwister nicht mehr. Nein, er weiß nicht, wer das ist. Ich sag schon, gib mir Hand. Ach, der kennt mich ja doch nicht allzu gut. Mhm. Bleibt er weg. Ja, ja. Er will keinen Fremden. Ja. Wird eben schon seine Erfahrungen gemacht haben. Ja, freilich, bestimmt. Ach, da wird manches sein, wo ich nicht weiß. Mhm. Auf Wiedersehen. Aha, er interessiert es. Oh, jetzt geht er durch. Hat Heinrich, das ist sehr. Das Päckchen. Also, hast ihm halt auf Wiedersehen gesagt? Bitte? Hast du ihm auf Wiedersehen? Ja, ich habe ihn auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen, Bratlaschmann. Alles Gute. Und ich hoffe, dass wir es doch so weit bringen, dass wir den Menschen zum Verstehen bringen, um was es sich eigentlich handelt. Machen Sie es nur gut. Alles, alles Gute im nächsten Jahr, auf Wiedersehen. Sie haben doch auch meine Einladung bekommen für das Treffen in Saalbrunn. Ja, habe ich alles bekommen, habe ich gesagt. Ja, lieber Gott, ich kann ja selber, ich bin ja selber nicht.
kann nicht. Ich verstehe. Ich kann ja. nicht gehen. Ich bin nicht ganz gesund geworden. Anderen geht ja nicht. Ich habe verstanden. Aber Gott geht nach. Danke schön. Er hätte so viel Gelegenheit gehabt, wo er gehen könnte. Ja. Aber es kann nirgends gehen. Ja, ich kann ja, nicht. Wenn er einen nehmen würde, wie? Verwandeln Sie ihn? Nein. Geschrieben, ich weiß nicht, wo alles herkommt, auch vom Blindenwerk. Wo er hin kann, da, ja. Vom Blindenwerk. Auf Wiedersehen, die Herren.